Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crusader Kings 2 Erbfolge YouTuber Spezial. Nicht unbedingt dieser Reihenfolge an Wörtern, aber so ungefähr. Wir sind der Kaiser von Brydain. Wir haben ganz Großbritannien geeinigt. Wir sind bald König von Bretonien. Sobald wir noch 5 PAT dazu bekommen haben, können wir den Königstitel erschaffen. Und wir haben Frieden im Reich, es gibt keine Intrigen. Es gibt keine Fraktionen, die gegen uns sind. Unabhängigkeit von wer? Graf Logwell. Ja gut, aber 1000 Männer. Ich glaube, da habe ich eine Chance gegen. 2 Titel können geschaffen werden. Ich habe von der verrückten Frau gehört. Ich habe von der verrückten Frau gehört, die versucht, Bischof Waldheof zu erpressen, bevor mein Freund Bischof Waldheof zu mir gekommen ist und um Hilfe gebeten hat. Bischof Waldheof ist nicht bekannt für seine Diplomatie und so verzweifelt wie er ist, ist es umso wahrscheinlicher, dass Bischof Waldheof diese Situation mit weniger Taktgefühl meistern würde. Ich werde euch auf jede erdenkliche Art helfen. Seine Meinung zu mir steigert sich um 5, aber ist er eh schon bei 100. Lasst euch nicht mit den verrückten Frauen ein. Der Erpresser ist verrückt. Wenn ihr meine Hilfe wollt, will ich da muss er zahlen. Ja. Nee, ich würde sagen, ist er eh nur minus 10 und ich weiß nicht, was hier passiert. Ich kann mir vorstellen, dass hier noch irgendwie die Frau dann was macht oder so. Ich hoffe mal, dass das jetzt nicht die komplett falsche Entscheidung war. Aber ich möchte nicht, dass irgendwas schlecht auf mich zurückfällt. So, wir sind mehr oder weniger ohne Ziele, außer Reichtum anhäufen, Prestigehammer, Pietät. Ja, da können wir doch, wenn wir schon dabei sind, noch einen Königstitel mehr erschaffen. Ich gehe mal davon aus, so, jetzt ist es endlich soweit, das Warten hat ein Ende. Wir können das Königreich der Bretagne erstellen. Sehr gut. Den Titel behalten wir erstmal selbst, würde ich behaupten wollen. Ja. Steht mir gut zu Gesicht. Ich habe natürlich ein Auge darauf, wie das denn bei meinen Vasallen ankommt. Ja, gab schon bessere. Aber die meisten mögen mich. Bis auf ihn hier, den Graf von Ossory. Ich weiß nicht warum. Ich könnte ihm meinen Ehrentitel... Nein, designierter Regent wirst du nicht. Das kannst du vergessen. Er hat schon einen Ehrentitel. Okay, Geschenk schicken. Weil wir haben ja Geld. 51. 51 kann ich gerne aufbringen. Damit ist auf jeden Fall Ruhe. Da müsste auch die Fraktionen aufhören. Klein Egonson, der Unkeusche, unser eigener Bruder. Dem schicken wir auch ein Geschenk. 61, ja. Ein berühmter Schreiber bietet euch an, eure Familienchronik zu verfassen. In Lohn und Brot nehmen, sofort. Verlieren, Gold, erlangen, Prestige. Aber 15% Chance, dass Klein Egonson, der Säufer. Was, der Unkeusche? Und Säufer? Eieiei. Er hat einen Verführungsfokus. Prinz Klein Egonson verfeinert seine Anziehungskraft aus Gründen des Nervenkitzels und des Machtgefühls. Dieser Fokus schaltet die Option Verführen gegenüber passenden Zielpersonen frei. Intrige plus 2, Fruchtbarkeit plus 25%, Sexappeal plus 10. Ja, er hat einen roten Bart. Kann ich gut verstehen, dass sein Sexappeal da steigt. Seine Gardin sieht nicht ganz so glücklich darüber aus. Was heiratet er auch eine orthodoxe Frau? Können wir sie fragen, ob sie nicht, konvertieren will? Nein, leider nicht. Da haben wir nichts mit zu tun. Nun gut. Wie sieht es eigentlich aus? Haben wir den Anspruch auf die Bretagne hier schon durch? Die Normandie. Sorry. Bretagne sind wir ja schon. Die Normandie. Schauen wir mal. Kriegerklein können wir nicht. Ich bin Kaiser Egonson der Säufer. Nein. Von all dem, was ich erreicht habe, bin ich als Säufer bekannt. Okay, nun gut. Wenn ihr meint. Schade drum. Mein lieber Kanzler, der ist derzeit in Ruhe. Oh nein, er ist gestorben. Man darf ihn nicht angucken. So stirbt er. Black Tesla, Herzog von Galloway. Kann jetzt wieder zurück an meinen Hof. Finde ich super. Macht er denn jetzt auch seine Arbeit? Ansprüche fingieren. Ruhe. Graf Urso von Präfne hat Grafschaft von Präfne von Graf Urso von Ortler von Präfne geerbt. Okay. Was sagen meine Vasallen? Oh, das ist ja nicht glücklich. Dann behalte ich doch den Königstitel von der Bretagne. Der geht dann aber... der wird bestimmt aufgeteilt, wenn ich sterbe. Von daher weiß ich nicht, ob das ganz so eine gute Idee ist. Wie sieht's aus?
Ja, L5, das wird auf jeden Fall. Was ist das? Paul ist unfähig. Oh. Warum ist in Rouen für Technologie studieren? Was ist es in Rouen für Technologie studieren? Sind sie beide dort? Okay. Black Tesla als Erbe. Ja, aber wir sind da trotzdem. Hoher Favorit. In Chester ist die Krankheit Blattern ausgebrochen. Ich hab die Geschwindigkeit jetzt wieder erhöht. Ich hab erst so eine riesen Befürchtung gehabt, dass ich nur ein, zwei Folgen lang spielen kann. Jetzt ist schon Folge Nummer 5 und ich habe alles erreicht, was ich erreichen konnte. Ich meine, es wird ja schwierig werden, überhaupt noch neue Ziele zu finden. Wenn Robert der Dritte denn endlich mal Vassalisierung anbieten? Nein, warum nicht? Macht. Nicht meinte Jure lehnt's her. Ausländische Kultur. Meinung von Kaiser Egonson. Grundzurückhaltung. Okay, pass auf. Plus 5 plus 6. Minus 7, 8, 9. Ja, gegen die Kultur können wir nichts ändern. Nicht meinte Jure lehnt's her. Können wir auch nichts gegen ändern. Nur Meinung von Kaiser Egonson. Da können wir was gegen ändern. Aber selbst dann sind wir bei plus... Müssen wir nochmal plus 3 bekommen. Und er ist schon bei 35. Ich glaube nicht, dass das geht. Wir können ihm mal ein Geschenk schicken. Wir haben es ja. Er ist ja bei 100. Vassalisierung anbieten. Nein. Ja, nur, hat nur eins gebracht. Bringt nicht viel. Werden wir wohl ihm den Krieg erklären müssen. Das ist klar. Mortain beanspruchen. Da schau her. Weil Graf Vinzenz der Schreckliche Anspruch drauf hat. Machen wir. Machen wir, oder? Ja, ich habe sonst nichts zu tun. Krieg erklären. Montana beanspruchen. Senden. Einen Tag vergehen lassen. 1000. Ja, nicht allzu viel. Da haben wir wenigstens wieder was zu tun. 31.000 Einheiten. Und mal 4.000 von mir. Die Flotten machen wir wieder händisch. Das müsste reichen. Wenn wir da an den wichtigen Ecken. Achso, ja gut, die können ja schon 76.000 alleine. Ja, ja, da brauchen wir dich gar nicht. Brauchen wir dich nicht. Gehst nach Haus. Und ich auch nicht, ne? Gehst nach Haus. Zack. Dann. Aber bei den Briten werden wir wieder hier extra fahren lassen. Das sind 6.300. Das reicht für... die Briten. Ah, sorry. Die Iren extra fahren lassen. Und ich würde auch sagen, die Schotten, die können doch hier auch bestimmt. Das geht doch schneller, wenn die zu Schiff fahren, oder nicht? Ja. Dann kommen die Kids von der Isle of Man hier noch mit. Ah, jetzt verstehe ich, warum das 20.000 hier sind. Weil das komplette Königreich, ja, das komplette Königreich meines Sohnes, da... Leute stellt. Okay. Dann kommen wir hier runter. Hier ist dann die zweite, sag's mir, Reihe sozusagen. Dann müssen wir wohl hier hinfahren, in die Seine-Mündung, um in Mortain an Land gehen zu können. Mit wem sind wir jetzt alles im Krieg? Mit den dreien. Ach, das ist interessant. Okay. Hat selbst... Eine Flotte von 9 Galeeren. Wir haben eine Flotte von 762 Galeeren. Und dann warten wir erstmal, bis unsere Moral wieder gestiegen ist. Wir machen immer noch Plus im Monat. Das ist super. Und ihr, ja, findet alle zusammen. Ist auch gut. Dann ein bisschen. Achso, ja, hier haben wir natürlich auch noch Einheiten. An die habe ich ja gar nicht gedacht. Ich bin der König von der Bretagne. Da. Komm mal schön rüber und helf mir. Gut, dass wir hier Einheiten zusammengezogen haben. Dann ist mal genug, um die Belagerung durchzuführen. Und wir haben genug, um uns da zu wehren. Locker flockig. Gerade mal 1000. Okay. Ihr kommt trotzdem mit. Keiner, der da nicht mitkommt. Komm ruhig hier hin. 7000. Ah, passt. Genau. 7.500, wir haben nur 7.200. Ich würde sagen, warte mal, hier können wir noch Schiffe ausheben. Nee. Hier, nee. Auch nicht. Aber hier. Auch nicht. Aber hier. Ja.
Nee, dann komm schon hier hin. Das geht. Ist die schnellste Variante. Ja, schon ist er da. Zusammenfügen. An Land gehen. Ausschiffen. Ab in den Ärmelkanal. Sind hier Einheiten drauf? Nein. Hier wieder zusammen. Ja, warten wir noch, bis die nächsten Einheiten da sind. Und dann können wir stürmen. Osmond de Normandie wurde in der Schlacht gefangen genommen, ist nun ein Gefangener. Wie sieht das aus? Können wir den hinrichten? Da Osmond aus einem fremden Land stammt, wird niemand dagegen aufbegehren. Die Hinrichtung wird euch 20 Pietät kosten. Wir haben nur 20 Pietät. Freikaufen werden wir ihn nicht. Das kann ich gerne lassen, auch nicht. Was kann der denn? Ja, können wir auch später noch hinrichten, wenn wir mehr Pietät haben. Dann geht's ja im Sauseschritt weiter. Die hier zerstören wir noch. Genau, dann haben wir so gut wie alle. Du bist unterwegs. Könnt ihr hier ausschiffen? Ja, ja, ja. Da waren wir schon die ganze Zeit drauf. Alle ausschiffen, ja, ja, ja. Schlacht von Wells gewonnen. Hier sind noch Einheiten drauf, ne? Ja, jetzt nicht mehr. 24.000, müssen gleich 30.000 sein. Und dann können wir, wenn die Einheiten... Ja, jetzt sind es 30.000. Wenn die Einheiten runter sind, alle Schiffe auflösen. Die brauchen wir nicht mehr. Wir können nämlich unsere Einheiten hier dann in der Bretagne wieder dazu bringen, auflösen. Verlieren wir nicht mal was. Okay. Dann stürmen wir. Sieg. Ist, glaube ich, die schnellste Methode. Da kommen ein paar rüber nach Kent. Wir werden sie in Surrey und in Sussex begrüßen. Wo in Rouen ist ihr Hauptding, ja. Da warten wir noch kurz. Ich mache auf Geschwindigkeitsstufe 3. Ja. Und wir werden auch schon mehr, sie werden weniger. Moral ist wieder voll da. Der Moral fällt alle 12 Tage. Ich denke so langsam, aller Hugel könnte ein Auge auf mich geworfen haben. Die neckische 29-jährige Bretonerin. Bezirzen. Ich werde zu Anne Hugels Kammer gehen. Es ist unschicklich. Ja, wir haben kein Interesse daran, jetzt noch eine Geliebte zu haben. In unserem hohen Alter ist das, glaube ich, auch erhöht das Risiko zu sterben. Die Pietät nehme ich gerne mit. Das schickt sich nicht, das stimmt. Wir stürmen hier. Ich muss meiner aufgestauten Energie jetzt ein Ventil bieten. Das machen wir, indem wir hier einfach weiter stürmen. Und wenn ich das richtig sehe, genau, haben wir jetzt hier alles belagert und besetzt, was es zu belagern gibt. Dann gehen wir rüber nach Rouen. Da dürfte er, wenn wir das errungen haben, auch keine Chance mehr haben, noch irgendwie zu sagen, oh, ich habe aber noch das und das. Die Menschen in Essex haben sich technologisch weiterentwickelt. Sehr gut. Hat sich mein Beraterstab doch gelohnt. Wieder ein Sieg. Sieg, Sieg, Sieg. Hier, nur 1000. Das haben wir schnell eingenommen. Kein Problem. Sieg von Ruhe. Und das sind auch schon 100%. Frieden anbieten. Ja. Und damit gehört Mutter uns. Jetzt gehen wir zurück. Was habt ihr hier vor? Der Krieg ist vorbei. Das war schon klar, ne? Gehen wir zurück und schauen, dass wir Ruhe erobern demnächst. Wie sieht's aus? Willst du jetzt mein Vasall werden? Vassalisierung anbieten? Nein! Immer noch nicht. Ja, okay. Kann ich verstehen. Hat sich ja nichts viel geändert. Herzog von Leinster. Nee. Diplomatisch ablehnen. Wofür haben wir denn die Diplomatiefähigkeit, wenn nicht dafür? Dann können wir hier die Einheit auflösen. Und dürfen jetzt keiner... Doch, hier. Euch können wir noch auflösen. Und wachsen und wachsen und wachsen und wachsen. Haben wir einen Anspruch auf Ruhe? Können wir ihm einen Krieg erklären? Wir haben keinen Kriegsgrund, genau. Außerdem haben wir noch
Wir können es uns leisten, 2926 Prestige zu verlieren. Krass. Wegen der Friedensverhandlung oder was? Okay. Aber bald haben wir dann Anspruch drauf, das kann dann mein Nachfolger machen. Herzog von Gwynedd. Kann erschaffen werden. Nehmen wir noch mit. Gibt es jemanden, der uns gefährlich werden könnte? Keine Fraktion. Dann lassen wir das Herzogtum doch noch bei uns. Wir können wieder schneller machen. Viel, viel schneller. Und sammeln immer mehr Reichtum an. Was wir jetzt machen können, ist, glaube ich, tatsächlich in Middlesex noch was bauen oder so. Wir haben jetzt das Geld für Burgmauern, Milizübungsplätze. Verbessern zu Übungsplätze 2. Machen wir. Dazu können wir auch unseren Baumeister darüber setzen, oder nicht? Wir haben doch einen. Bauaufsicht. Was machst du denn? Wo bist du denn? Ah, er führt, was? Während der Führung von Truppen? Bauaufsicht, hier. Ach, hier wird auch was gebaut, aber nicht von mir. Ah, ich sehe, meine... Ja, die Grafen können ja Grafschaften natürlich bauen, was sie wollen, ne? Unser Sohn ist 35. Ich möchte nicht, dass er das gleiche Schicksal hatte wie wir und erst mit 50 anfängt. Aber sieht wohl so aus, wir sind 60. Mein Insight, meine Arbeit im Ruhe hat sich erfüllt. Durch Beschäftigung, Überredung, Erpressung, Drohung und Fälschung von Dokumenten konnte ich es bewerkstelligen. Ein Besitzanspruch auf das Herzogtum von Normandie und das derzeit von Herzog Robert Trim von Normandie gehalten wird, anzumelden. Ich überlasse es euch, ob ihr Druck ausübt oder nicht. Anspruch durchsetzen. Ja, wir verlieren Gold, wir verlieren Prestige. Kann ich es überhaupt machen? Ja, Minus, aber wir verdienen so viel im Monat, dass wir es lockerflockig machen können. Hier kämpft Hongkong gegen Schweden. Graf Konchbar, von ist es eher, das könnte ein Lösung sein. Erlangen 200 Gold, aber dafür... Herzogtum von Meath. Soll ich das Herzogtum etwa verkaufen für 200 Gold? Ich meine, es besteht ja nicht wirklich Bedarf, oder? Andererseits, das Herzogtum von Meath, ich meine... Ja, nimm das doch. Ist okay. US-Bilanz bis 18. Oh, jetzt hoffe ich mal, dass... Ah ja, doch. Dass das nicht irgendwie großpolitischen Umbruch gebracht hat. Wir sind bankrott. Ja. Sobald das nicht mehr ist, könnten wir theoretisch den Krieg erklären. Aber das bringt nichts. Mein Vasall, König Kadugic von Leogar, hat gefordert, dass ein Vasall von niedrigerem Range eher ihnen dienen sollte, als mir direkt zu unterstehen. Er hat nicht ganz Unrecht. Der Herzog von Alster wird ein Vasall von König Ding. Lass mich überlegen. Abgelehnt. Nein. Königsmeinung von ändert sich um 10 für 24. Du ließ sich mit seinem Schmeichel beeindrucken. Gut, dass wir so toll hier staatsmännisch agieren können. Damit behalten wir natürlich unseren eigenen Vasallen. Und unser Sohn ist nicht sauer. Da wird sich nichts mehr dran ändern, ne? Ja. Gut, leiden kann er mich jetzt eh nicht mehr. Oh! Gerade wollte ich den Krieg erklären. Okay, pass auf. Das ganz wichtig ist jetzt speichern. Schnell speichern. Oh, mal gleich. Kaiser Egonson ruht nun in Christus. Was? Im Alter von 61. Er starb eines natürlichen Todes. Lang lebe Kaiser Katkutic. Verlorene Titel. Nein! Königreich von Bretagne und Alba verloren. Das ist blöd. Wer ist König Brigold? Unser Bruder. Nun denn, schade drum. Aber war so ganz gut erwischt. Königreich, Herzogtümer, Grafschaften und eine Baronie. Ja, ich glaube, damit können wir ihn entlassen hier. Das ist gut. Ja. Ich bin zufrieden mit meiner Leistung. Okay, bis dann, euer Egonson.